Positive Überraschungen kamen am Wochenende aus Asien, denn es ist bekannt geworden, dass die Asien-Pazifik-Region ein neues Freihandelsabkommen abgeschlossen hat. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Vermögensverwalter Andreas Glogger, Geschäftsführer von Glogger und Partner. Einen schönen guten Tag. Hallo, Franik. Worum geht es denn bei diesem Freihandelsabkommen und warum ist es für diese riesige Region so wichtig, Herr Glogger? Naja, das Freihandelsabkommen hat nun in einer Dimension stattgefunden, die wir bisher auf der Welt so nie kannten. Es gibt jetzt die größte Freihandelszone der Welt, die jetzt eben im südostasiatischen Raum entstanden ist. Und gerade in der Diskussion um die Handelskonflikte, die wir in den letzten zwei Jahren hatten, ausgelöst durch Donald Trump mit China, ist das geradezu Balsam für die Wirtschaft in dieser Region. Nun haben sich ja wirklich die Großen zusammengerauft. Es sind China, Japan und Australien. Indien ist außen vor, aber dennoch, die drei Großen sind mit dabei. Sind die sich wirklich einig geworden, Herr Glogger, oder ist es am Ende des Tages nicht wirklich eine Reaktion auch auf die Eskapaden von Donald Trump? Naja, in letzter Konsequenz wird die Zukunft das erst noch zeigen, ob sie sich wirklich so grün geeinigt haben, wie jetzt momentan die Presseberichterstattung ist. Aber das ist natürlich schon ein gewaltiger Anfang und ein Fortschritt. Und er zeigt uns klar, dass China und gerade der asiatische Raum sich nicht von Donald Trump einschüchtern oder gar die Zeit stehlen haben lassen, sondern sie haben einfach ihr Ding weiterentwickelt und haben die USA halt die USA sein lassen im übertriebenen Sinne und haben im stillen Hintergrund klar ihre Strategie verfolgt und vielleicht sind sie in ihrem Ziel, weiterhin die Weltmacht Nummer 1 zu werden, nämlich China, ein Stück näher gekommen. Vor allem auch die kleineren Tigerstaaten in Südostasien profitieren, weil Lieferketten einfach jetzt schneller bedient werden können und auch zollfrei, Herr Glogger. Was bedeutet das schlussendlich für Europa? Sind wir da jetzt außen vor oder könnte es auch so sein, dass wir am Ende des Tages von dieser Freihandelszone auch in Europa profitieren? Also wir glauben nach unseren Recherchen klar, das Ergebnis zu sehen, dass auch Deutschland und Europa davon profitieren wird. Wir sind Exportweltmeister, wenn man so will, gerade Deutschland. Und geht es in Asien bergauf, dann profitiert auch Deutschland. Fakt ist aber auch, und das muss man klar auch anerkennen, wenn man in den Spiegel schaut, was hat Europa die letzten 4 Jahre getan? Hier gehören ebenfalls weitere Aktivitäten vorangetrieben, nicht nur Deutschland, sondern Europa mit einer Stimme sich in der Welt zu vertreten und eben sich nicht tagtäglich mit Donald Trump zu beschäftigen, wie wir das getan haben. Ich denke nur an die Medienberichterstattung. Es gab ja keinen Tag ohne Berichte über Donald Trump. Es gibt andere Aufgaben. Die Welt verändert sich und vielleicht haben wir auch jetzt die Chance mit dem neuen Präsidenten, der bekommt jetzt natürlich Druck auf die bisherigen Probleme USA-China, hier auch ein Stück voranzukommen. Aber Europa muss auch mal Farbe und klare Kante bekennen und selber hier versuchen, Akteur in der Weltwirtschaft zu spielen. Abschließend, Herr Glogger, die Börsen in Asien heute sehr, sehr freundlich, erwartungsgemäß freundlich nach den Ereignissen vom Wochenende. Ist es der Startschuss auch für weiter steigende Kurse, nicht nur in Asien, sondern insgesamt rund um den Globus? Weil Freihandel hat in der Vergangenheit ja auch immer positive Börsenentwicklungen zur Folge gehabt. Definitiv. Es gibt mehrere Faktoren, die gerade positiv für die Börsen stimmen. Jetzt natürlich das Freihandelsabkommen noch zusätzlicher Zündstoff geliefert, aber auch die neue Regierung in den USA und das gesamte Umfeld. Corona ist, und das sagten wir schon immer, ja ein vergänglicher Event. Es ist kein Struktur- oder Systemproblem gewesen. Und die ersten Impfstoffe, auch heute bekamen wir eine Meldung, dass in den USA ein weiterer Impfstoff mit 94%iger Heilungs- oder Schutzmechanismus bereits kurz vor der Zulassung steht. Auch damit signalisiert das klar, dass wir Corona sukzessive in den Griff bekommen werden und damit wieder die Wirtschaft ganz normal, unterstützt von den Riesensummen der Notenbanken, die Liquidität reingepumpt haben in die Märkte, weiter klar nach oben gehen sollten. Der Dow Jones steht heute kurz vor der 30.000er Marke, also die Richtung stimmt eindeutig.
Also Aktien weiter auf dem Weg nach oben. Der Blick auf das neue Freihandelsabkommen in der Asien-Pazifik-Region erläutert von Andreas Glogger. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.